Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit Sparta. So, wir haben ja letzte Runde, glaube ich, Athen den Krieg erklärt. Und in der Hoffnung, dass wir Athen sofort einnehmen können. Aber, ja, können wir nicht. Beziehungsweise, ja, ohne die können wir es eigentlich nicht machen. Weil die haben einfach zu. Ja. Wir könnten es probieren, aber. Wir müssen es eigentlich probieren. Der Grund ist, weil hier kommt eine Fullstack-Armee. Und wenn die da drin ist, dann werde ich es nicht mehr schaffen. Okay, cool. Dann. Das ist natürlich schlecht. Da habe ich geschlafen. Hey. Ah. Kann ich mir nicht leisten. Das ist natürlich super. Dann. Ja, probieren wir es. Oh. Okay, die sind schon in Reichweite. Okay. Nee, die sind schon in Reichweite. Ja, gerade so. Ah, verdammt. Wahrscheinlich haben wir das letztes Mal geschaut und deswegen konnte ich nichts machen. Gut, also diese Runde wird ein bisschen anders laufen, also nicht spielte. Oh, jetzt kommt der Athena da. Athena da. Ah, okay, der baut noch aus für uns, das ist sehr schön. Das ist sehr freundlich. Ehrenviertel, ja, ich weiß. Ah, puh. Ja, ja. Oh Mann. So, jetzt wurden da. Das ist natürlich wunderbar. Das ist natürlich wunderbar. Jetzt sind da drei Ehrenviertel gekommen, weil ich die nicht bezahlen kann. Kapitulation 0. Das ist ja sehr. Sehr freundlich. Naja, dann kapituliere ich da eben. Okay, warte, erstmal hier schauen. In einer seiner Sucht nach Lust und Genuss denkt unser Volk nur an die Freuden des Lebens und vergisst die Götter, den Göttern den nötigen Respekt zu zollen. 100 Bullen opfern. So. So. Ja, mal schauen, ob ich könnte mir vorstellen, dass ich den Athena Pella überlasse. Und ja, das könnte ich mir vorstellen. Warte, ich gehe mal hier hin und plündere auch. Weil wenn der mich angreift, dann wird er verlieren. Und das ist meine Intention. Wie kann ich euch dienen? Genau, die kommt mal hier. Warte. Kommt mal hier hin zu ihm. Genau. Also, wie schon, wie schon angekündigt, gespoilert, gerade eben. Wird es ein bisschen anders ablaufen hier, und zwar, also nicht, wie gesagt, nicht spieltechnisch, sondern ich werde ein bisschen mehr auf die Geschichte jetzt eingehen, und zwar, also Sparta ist ja total zugesetzt von, oh, der macht es jetzt anders. Gut, Sparta ist verloren. Gut, es wird ein bisschen anders laufen, und zwar werde ich zuerst, also diese Folge, werde ich aufzählen, was für Mythen sich um Sparta ranken, also die heute eigentlich immer noch Pella.
Bevölkerung kapituliert. So. Genau, in dieser Runde gehen wir auf die ganzen Mythen ein. Und, genau, nächste Runde werde ich dann aufzählen, was daran alles falsch ist. Das ist natürlich, ein Thema, was sehr unterschiedlich gesehen wird, weil es halt, es wird halt immer noch von vielen Historikern und Historikern so gelehrt, oder in den Geschichtsbüchern steht es immer noch so. Aber genau, das ich will nicht zu viel spoilern, deswegen druckt sich gerade ein bisschen rum. Genau, wir werden jetzt, wie gesagt, also nächste Runde schauen, was wirklich da dran ist, wie die Spartaner gesehen wurden. Und das Ganze belege ich quasi mit, oder also, habe ich recherchiert durch die ganzen. Warte, also, zuerst das da und dann quascheln wir weiter. Quascheln? Was ist quascheln? So, hier, der da. Genau. Genau, also, die nächste Runde wird, die nächste Folge wird, wie gesagt, mit den ganzen Mythen aufräumen. Das, genau, die wurden durch relativ moderne archäologischen Funde, zum Beispiel, also nicht modern, also das war innerhalb von den letzten, 20, 30 Jahren wurde die, ich muss hier irgendwas Günstiges reinbauen, 700, 785, okay, der ist günstiger, okay, gut, Athen. Da müsste ich auch was Günstiges reinbauen, aber geht nicht. Genau. Die Forschungsergebnisse sind halt relativ jung, deswegen gibt's halt in den ganzen Social Media, so in Geschichtsbüchern und so weiter, gibt's halt immer noch den Mythos quasi, dass Sparta so unbesiegbar war und die besten Krieger hatte und so weiter. Und das stimmt aber alles nicht. Also, aber wie gesagt, diese Runde geht es darum, was für Mythen um Sparta sich ranken. Und zwar, Mythos Nummer 1. Oder ich nenne es mal nicht Mythos. Also ich erzähle, was von Sparta gesehen wird. Oder wie Sparta gesehen wird, so. Und dann. Ah, super, meine Spielrunde ist tot. Und dann werde ich darauf eingehen, wie es wirklich war. Gut, aber zuerst werde ich hier den bisschen piesacken. Das können wir automatisch machen, aber defensiv. Weil wir brauchen nämlich Geld. 1100, das passt. Gut, und du gehst mal jetzt zurück. Und für die 1700 haben wir jetzt. Da können wir. Warte, 500. Okay, dann bauen wir zweimal das da. Das werden wir zwar gleich abreißen, sobald wir Geld haben, aber vorerst ist das am wichtigsten. So. Gut. Dann haben wir nochmal. Ich mach mal jetzt. Da, 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 da.
Verschleiß. Nee. Ich brauche mehr Kohle. Hatte Wohlstand. Ja, das ist schon nicht schlecht. Steuer, ja, das ist besser. Gut, also, genau, man sagt ja von... Aha, Entschuldigung. So, jetzt halt. Ich habe ja gefragt, wie ich die Armee nennen soll. Und dann kamen ein paar Ideen. Und zwar, also Spartaner zum Beispiel oder die Unbesiegbaren. Ich nenne sie mal die Unbesiegbaren, weil Spartaner ist... Ja, sind Spartaner, aber... die Unbesiegbaren. So. Mal schauen, ob das stimmt. Gut. So, also. Von Sparta wird gesagt, dass es die besten Krieger Griechenlands gewesen waren, wenn nicht der ganzen Welt zu der Zeit. Dann wird behauptet, dass... schon wieder. Dann wird gesagt, dass eine wunderschöne junge Hetäre wurde von hiesigen Frauen gesteinigt, die neidisch auf ihre Schönheit und ihr Talent waren. Das ist jetzt so ein Ding. Letztes Mal, als ich das bekommen habe, habe ich die Frauen bestraft. Genau, und dann waren alle böse. Dann... Müssen wir, wieso, dann müssen die... Nee, ich bleib bei Frauen bestrafen, das geht nicht. Die sind neidisch auf ihre Schönheit und töten sie. Dann... Ja. Werden sie halt selbst getötet. So, das ist gut. Geheimaktion. So. Jetzt haben wir 400 Dollar. Das ist wunderbar viel. Nicht. Pikinierer haben wir hier 3. Den können wir uns nicht leisten, leider. Aber wir... Wir sparen auf den. Weil Gold 3, das muss man ausnutzen. Gut, wo waren wir? Genau, sie waren die besten Krieger. Dann natürlich die legendäre Ausbildung. Wir alle sind dem Chaos entsprungen und ihr werdet... ist interessant. Das wird jetzt hier spannend. Larissa wird wahrscheinlich Zorn der Aphrodite. Die Frauen wurden für alle sichtbar den Prozess gemacht. Dies schien Aphrodite zu gefallen. Wenn auch ihre Familie anders darüber dachte. Ja, verärgerte Bevölkerung, genau, -2. Aber das ist gerade unser niedrigstes Problem. Gut, hier werden wir jetzt den da rekrutieren und nochmal Steinschleuderer. Damit wir wenigstens etwas Schlagkraft haben gegen Athen hier unten. Wo ist denn meine? Genau, ich habe hier gar keine mehr. Ich habe ja gar keine Agentin mehr. Und das wird sich so schnell nicht ändern. Gut, also die legendäre Ausbildung von den Spartiaten wird ja so gesehen, dass die Spartaner ja für Infanterie, das ist gut, für den Krieg geboren wurden. Das heißt, ihre komplette Ausbildung wurde auf das Militär getrimmt. Und wer wurde? Triballer, okay. Besorgte Bevölkerung, was? Also wegen den. Genau, wurden auf Militär getrimmt. Die wurden in jüngsten Jahren schon von ihren Familien bzw. von ihrer Mutter getrennt und in ein Militärausbildungslager geschickt. Beziehungsweise bevor sie überhaupt so alt waren, wurden sie natürlich gemustert und wenn sie für nicht würdig gehalten wurden oder gesehen wurden, wurden sie von der Klippe geschmissen und getötet.
Also quasi Kindermord war bei den Spartanern sehr verbreitet. Dann, genau, mit, es heißt glaube ich mit 6 oder 7 Jahren wurden sie dann eben ins militärische, in die militärische Ausbildung geschickt. Dann der Syrakus-Typi nervt. Hey. Entschuldigung. Dann sagen wir mal Grüß Gott. Ja, grüß die. So, ja, wow. Wir haben 200. Das ist natürlich Bombe. Wir schauen mal nach Sparta rein. Der hat 19. Das können wir schaffen. Das kämpfen wir. Genau. So. Warte, jetzt haben wir die, genau, die Geburt. Dann, die wurden, genau, sie wurden fürs Militär ausgebildet. Dann ist auch oft die Rede davon, dass sie dazu angeregt wurden oder dass es unterstützt wurden, dass sie eben dass sie ja Beziehungen untereinander hatten, also dass sie eben schwul waren. Das wurde deswegen unterstützt, weil in der Phalanx hieß es, dass oder wurde angenommen, dass sie mit dem Schild nicht sich selbst, sondern ihren Nachbarn, beziehungsweise in dem Fall ja ihre Liebhaber geschützt haben. Und genau die Phalanx, genau. Und dann gab es noch die Geschichte, dass sie ziemlich häufig es nähert sich feindliche Unterstützung. Hä? Wieso? Feindliche Unterstützung. Dann ist ja im Lager hier niemand. Warte, dann scoutest du mal hier. Dann ist hier ja nur wirklich dann sind ja hier ja wirklich nur die Grundtypen. So, gut. Was gibt's noch? Genau, Sparta war ja eine Militär ein Militärstaat. Und dementsprechend wurden sie oder hieß es, dass schreit nicht so laut. Genau, dementsprechend hieß es, dass die alle. Warte, ich kann nicht. Ich kann das so nicht quatschen. Gut, wir machen erstmal die Eroberung und dann quatsche ich weiter. Oh Mann, Entschuldigung. So. Das ist übrigens ziemlich cool gerade, weil dass ich ja nicht weiß, wo die feindliche das solltest du machen. Dass ich nicht weiß, wo die gegnerische Armee ist. So ist es zum Beispiel auch, wenn man, also wir spielen gerade auf sehr schwer. Und wenn man aber auf Albtraum spielt, dann sieht man quasi nur so weit, wie die Einheiten sehen. Das heißt, man kann nicht einfach mal so darüber schauen, sondern man wird quasi hier festgehalten. Also man kann nicht weiter als so dann mit der Kamera fahren.
Das ist schon eine ziemliche Herausforderung. Aber ist auch cool und realistisch. Und da machen die ganzen leichten Kavallerieeinheiten sehr viel mehr Sinn. Weil man da... Ah, da ist er. Weil man da scouten muss, wo der Gegner ist. So. Unser General wird angegriffen. Doppelte Geschwindigkeit. So. Ah, das ist Plänkler-Kavallerie, die mag ich natürlich sehr. Ja, jetzt hat. Gut. Na, das ist ja mein Ding. Dann werde ich mich mal so hier neu formieren. Ja, so, jetzt sehe ich die ja. Gut. Erstmal hier hinten. Gut. So. So, dann galoppiere ich mal da rein. Gut, also. Jetzt alles gemacht. Dann mache ich mal hier dann die ganze Kraftkonzentration und die Special Skills von ihm. Alter, wie können die hier... Wie kann ich die da nicht sehen? Wir hungern nach Blut und Kampf! Wir hungern nach Blut und Kampf! Ja, das hat die andere Ratte schon. Das ist blöd hier. Das ist hier nicht sehr gut. Da müsst ihr mal... euch breiter aufstellen. Ja, das mache ich später. Mit geschossen, bewaffnete Krieger! Sparta! Befehl verstanden! Der jüdische Pikaniere! So, und jetzt schön wieder gescheit aufstellen. So. Dann mache ich hier mal die Klappe zu, ne? Wenn die alle schön brav hier reinstapfen. Bereit.
Wie Ihr Befehl. Ja, Kommandant. Quartane! Die gehen mal dahin. Ihr geht mal dahin. Dann geht mal zurück. Ihr geht mal dahin. Weiter. Ah, das ist krass, das ist cool. Dass der die Fernkämpfer schützt. Finde ich gut. Ja, nochmal ein bisschen Aufschwung hier. Oh. Dann bitte in Rautenformation und richtig schön hinten rein. Ja, jetzt werden die ein bisschen. Unsanft aufgeweckt. Achso, sehr schön. Dumm. Sehr schön. Ja, ich verliere irgendwie kaum welche. So. Periökische Pikeniere. General, für Stunden. Ja, Alter, die haben halt Wappen, Nahkampfabwehr, Schildstärke. So, jetzt geht's in den Rücken. Oder kämpfen wir auch? Oder fliehen die? Ne, die fliehen. Ja, dann stell ich mich mal hier ab. Na, Pikeniere sind hier schon. Wie gesagt, in der Stadt sind Pikeniere echt. Eine unserer Einheiten hat ihre krass. Gesamte Munition verbraucht. Schnelle Reiter zu euren Dienst. Sparta! Braucht sofort eine Balance! Periökische Pikeniere zu euren Dienst. Ja, genau, haben wir, glaube ich, getötet, aber. Ja, lass mal. Noch ein bisschen. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Okay, das machen wir hier jetzt zu viel Friendly Fire. Gut, Verluste, ja.
Da habe ich fast 60 selbst gekickt. Aber 200 Verluste bei einer Schlacht von insgesamt 4600 ist es mehr als verträglich. Wie der ist rausgegangen hier. Warte, nee. Wir haben 2000, das heißt, wir können hier das da mal wegtun. Hier, ja doch. Hier machen wir Grabenmine. Weil dann bekomme ich mehr mehr Dingsterbums da. Mehr Wohlstand. So, und du brauchst mal nochmal Kavallerie. Dich habe ich ja verloren. Genau, gut. Also, ja, an sich, nö. Du hast gerade eine fette Armee verloren. Das ist keine starke Ding. Genau. Jetzt mache ich ja quasi mit den Mythen Schluss. Und aber hier Gameplay kommt jetzt nicht mehr. Genau, also. Die Phalanx hatten wir, dass sie ihre Nachbarn geschützt haben mit ihrem Schild und nicht sich selbst. Gab es hier, also. Wie gesagt, Sparta war ja ein militärischer Staat und ihre ganze Wirtschaft war auf Sklaven aufgebaut. Also die hatten unglaublich viele Sklaven und da gab es den einen Tag, wo die kleinen Spartaner, die in der Ausbildung waren eben, mussten dann unentdeckt Sklaven töten. Sie durften nicht erwischt werden. Und das hatte zwei Gründe. Einerseits, damit die Spartaner eben abgehärtet wurden und wirklich mehr oder weniger Meuchelmörder wurden. Oder Assassinen, klingt besser. Und dann hat es noch einen anderen Grund, und zwar die Sklaven sollten in Furcht und Angst leben. Und das hatte auch einen Grund, weil sobald die Sklaven angefangen haben zu routen, deutsches Wort, zu rebellieren, genau, war es für Sparta sehr schwer, sich davon zu erholen. Also zum Beispiel, das kommt da dann nächste Folge, sorry. Die mussten halt immer schauen, dass die, dass die Sklaven unterdrückt wurden und auch da blieben, sag ich mal. Gut, soweit, so gut. Wenn ihr noch paar Mythen über oder Geschichtliches über Sparta wisst, gerne in die Kommentare runter. Und dann, ja, nächste Folge werden wir dann schauen, was da alles dran ist und was seit paar Jährchen aufgedeckt wurde, dass es ein Mythos ist. Gut, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.